Hitzig geht es in der Bethanienkirche Schleusig zu. Die Fraktion der Grünen im Stadtrat und die Bürgerinitiative Pro Parkplatz Schleusig lädt zur Bürgerversammlung. Rede und Antwort steht ein Team, das wohl keine Fragen offen lassen dürfte. Baubürgermeisterin Dorothee Dubrau, Ordnungsbürgermeister Heiko Rosenthal und Frank Lehmann von der Bürgerinitiative Pro Parken. Verstärkung gibt's vom Stadtplanungs- und Straßen- und Tiefbauamt. Seit 2007 beschäftigt sich die Stadt mit dem Parkproblem im Gründerzeitviertel Schleusig. Aktuellste Maßnahme: das Einbahnstraßensystem zur Beruhigung des Verkehrs und zur Gewinnung von Platz durch schräges Parken. Es ist kein System erkennbar. Also Sie können in eine Straße reinfahren, aber kommen dort nicht weiter. Also Sie haben drei Straßen, wo Sie nicht weiterkommen. Und das macht die ganzen Lieferdienste, die Müllabfuhr. Es macht es für alle schwierig. Es ist ja insgesamt wirklich 7 Jahre diskutiert worden, was gemacht werden kann. Und letztendlich ist genau das, was die Bürger an vielen Stellen vorgeschlagen haben, auch in die Realisierung gegangen. Und die Einbahnstraße war nun mal die einzige Möglichkeit, diese 40 Parkplätze zusätzlich zu erreichen. Ich wäre dafür, dass man Parkscheine für die Anlieger ausgibt, die man mit 30 Euro oder 40 Euro im Monat bezahlen muss. Und dass davon auch noch ein Parkhaus finanziert wird. Parkplätze, man kann ein Auto abschaffen, man kann Fahrrad fahren, man kann Carsharing benutzen, man kann Straßenbahn benutzen. Und schon braucht man einen Parkplatz weniger. Deutlich wurde, dass die Schleusiger nicht einverstanden mit den neuen Einbahnstraßen sind. Ebenso wenig akzeptieren sie die Markierungen, welche das Befahren der Gehwege verhindern sollen. Sie wollen ihre Gehwege weiter als Parkoption behalten. Ich finde das bürokratisch, bei solchen großen Fußwegen zu sagen, Fußweg ist Fußweg, Fußweg ist nicht Fußweg. Wenn da 9 Meter breit ist, ist das kleinere Übel und die kleineren Kosten, die niedrigen Kosten, den Strich da zu ziehen und Fußwege abzusenken. Das Thema des Parkens und des Fahrens auf dem Gehweg, das ist nach Straßenverkehrsordnung nicht zulässig. Die Straße ist komplett zugeparkt. Und man müsste ja auf der Ecke, so wie es ja jetzt auch gemacht wird, auf den Gehweg fahren und den Gehweg als Straße benutzen, um tatsächlich auf der Seite parken zu können. Und dieser weiße Strich, der immer wieder angesprochen worden ist, würde ja nur das parkende Auto abgrenzen, nicht die Fahrgasse. Und die Fahrgasse ist genau der letzte kleine Rest, der zur Verfügung gestellt werden kann für die Fußgänger. Also dass es auch wieder nur teilweise war, es gibt sehr viele große Toreinfahrten, wo also immer der abgeschrägte Weg schon da ist und gar nicht so breit ist, dass man also, was weiß ich, Meter, hunderte Meter weit fahren muss, um eine Stellfläche zu finden. Obendrauf werden ab Januar 2014 die Wegparker auch entsprechend zur Verantwortung gezogen. Also es war so, das hatten wir auch vorhin in der Diskussion, dass zu DDR-Zeiten das Gehwegparken geboten war. Dann wurde es geduldet und jetzt wird es verboten. Das heißt aber, wir haben natürlich auch irgendwo moralisch gesehen ein gewisses Gewohnheitsrecht.